Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video stelle ich euch meinen nächsten Path of Exile Charakter vor. Wie immer ist das eine zweiteilige Charaktervorstellung. Hier geht es jetzt um die Grundaspekte des Builds und wie ich den Charakter gelevelt habe. Nächste Woche kommt dann das entsprechende Endgame Update und der geschriebene Guide. Es ist mal wieder eine Elementaristin. Die ist momentan einfach zu gut, um sie nicht zu spielen. Und dieses Mal mit Shock Nova. Shock Nova ist, wie man sieht, ein Blitzzauber. Wir skalieren also in erster Linie Blitz- und Zauberschaden. Das Ganze hat einen besonderen Twist. Wie ihr sehen könnt, wirken wir Shock Nova von unserem Mauszeiger aus. Normalerweise würde Shock Nova von unserem Charakter aus gewirkt, sodass wir immer in die Gegner reinrennen müssten. Über einen bestimmten Ring drehen wir das Ganze um und können Shock Nova auch von der Ferne aus wirken. Das ist jetzt nicht wirklich nötig, damit der Bild funktioniert, aber ich wollte einfach mal den Ring ausprobieren und es macht mega Spaß. Ihr seht hier übrigens schon Gameplay von etwas später im Spiel. Ich hatte vergessen, direkt nach der Story ein bisschen Gameplay aufzunehmen. Ganz im Endgame mit schönen großen Gegnerexplosionen sieht das dann ungefähr so aus. Shock Nova kriegt ihr Mitte Akt 3 und den Ring könnt ihr schon ab Stufe 40 benutzen. Man kann das also schon sehr früh so spielen und das hat auch sehr gut funktioniert. Ich hatte natürlich wie immer meine übliche Leveling-Ausrüstung an, aber gerade im Vergleich mit meinem letzten Bild der Blitzlanze ging das hier richtig gut und das fühlt sich auch immer noch richtig gut an. Also der Schaden ist weit schon mal da, sowohl in der Clear als auch im Bossbereich. Defensiv bauen wir wieder auf die Stärke der Golems, die uns physische Schadensminderung und eine gute Portion Lebensregeneration geben. Dazu kommt dann später noch eine hohe Blockchance, durch die wir nochmals weniger Schaden erleiden werden. Bis jetzt macht der Char also richtig Spaß und ich bin mal gespannt, wohin das noch führt. Ich kann es nur jedem mal empfehlen, das auszuprobieren und irgendwie glaube ich, dass Shock Nova ein unterschätzter Skill ist. Mal sehen. Kommen wir nun zu meiner Leveling-Ausrüstung und zum passiven Baum. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit euch auch meine weiteren Videos gefallen können. So, fangen wir also mit dem Hauptsetup an. Das ist Shock Nova. Shock Nova ist eben dieser Kreis, macht ein bisschen Blitzschaden, hat so eine Wellenform, macht glaube ich zweimal irgendwie Schaden, so ganz komisch. Ist einmal dieser Blitzring und einmal diese größere Blitznova. Und dieser Ring verursacht 50% weniger Schaden, was auch der Grund ist, warum man so ein bisschen sich positionieren sollte. Wenn man das normalerweise wirkt, wir haben ja jetzt zum Glück so einen besonderen Ring, wo dass wir nicht mehr um uns herum das wirken müssen, sondern dass wir mit der Maus quasi zielen können. Ich muss aber nochmal genau gucken, wo die Gegner am besten stehen müssen. Ich habe mal gehört, dass sie in diesen Runenkreis am besten stehen sollten für den maximalen Schaden, aber das schaue ich nochmal nach, ob das wirklich so ist. Das Ganze ist verlinkt mit zusätzlichen Blitzschaden, für mehr Blitzschaden. Wie gesagt, das ist noch kein finales Setup, ne? Das ist nur so, wie ich eben gelevelt habe, einfach irgendwas reinhauen und los. Dann konzentrierte Wirkung für mehr Flächenschaden, weniger Wirkungsbereich, aber das merken wir sowieso kaum. Die Fläche ist eigentlich groß genug und schnelleres Zaubern für mehr Zaubergeschwindigkeit. Intensivieren, damit wir auch wieder diese Intensitätsladung kriegen, wie schon bei meinem letzten Bild. Und wir kriegen mehr Schaden pro Intensität, was eben beim Bossen ganz gut ist, wenn wir da ein bisschen länger stehen und zaubern. Dann wird der Kreis kleiner, macht aber mehr Schaden. Und Zauberecho für noch mehr Zaubergeschwindigkeit, damit das alles schön flüssig von der Hand geht. Das Ganze nach Tabula Rasa, wie immer, irgendeine andere Brustrüstung geht auch. Und wenn ihr nur eine 5-Link habt, dann packt ihr schnelleres Zaubern raus oder irgendwas anderes. Das eben in Kombination mit diesem Ring. Um diesen Ring dreht sich ja alles. Astrale Projektion, ein bisschen Blitzwiderstand, ein bisschen Intelligenz oder Zauberschaden, jawohl. Und dann eben Nova-Zauber haben 20% verkleinerten Wirkungsbereich. Nova-Zauber verursachen 30% weniger Schaden an Spielern. Das ist quasi im PvP. Interessiert uns ja nun gar nicht. Nova-Zauber werden am Zielort gewirkt, statt um euch herum. Und Zielort ist eben da, wo ich meine Maus hinzeige. Wenn ich diesen Ring rausmache, müssten wir quasi immer hinlaufen zu den Gegnern. Das geht, macht ihr am Anfang natürlich, weil ihr diesen Ring erst ab Level 40 anziehen könnt. Aber das geht tatsächlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe direkt ab Akt 3, ab dem ihr Shock Nova kriegt, mit der Akt 3 direkt Shock Nova genommen. Und das war überraschend gut, muss ich sagen. Mit dem Ring ist es aber noch geiler, weil ihr dann eben zielen könnt. Und das geht sogar richtig weit. Wir haben eine richtig gute Reichweite mit diesem Ring. Der andere Ring ist einfach Löb von allem. Wie immer, weil es uns was von allem gibt. Widerstände, Attribute, Schaden. Wunderbar. Und beim Zauberstab ist ja einfach nur irgendwas, was man so findet auf dem Weg. Erhöht Zauberschaden, bisschen Blitzschaden, Zaubergeschwindigkeit. Kritische Treffchance ist nicht mal so wichtig, brauchen wir nicht, aber irgendwas geht immer. Hier drin ist die Gewittersphäre mit Arkane Woge und erhöhte kritische Trefferchance. Damit triggern wir Elementarüberladung, was unser passiver Baum-Skill ist, womit wir auch nochmal 40% Schaden kriegen. Wir gehen später auf kritische Treffer, aber zum Leveln ist Elementarüberladung immer ziemlich gut. Und wir sorgen eben dafür, dass die Gewittersphäre genug kritische Treffer macht, damit wir diesen Buff dauerhaft haben. Und hier beim Schild auch nochmal Schaden, Leben, Widerstände, irgendwas, was da ist. Ihr seht, das ist ein sehr, sehr schlechtes Schild. Wird alles noch ausgetauscht. Und hier ist die Welt der Verurteilung drin mit Leitfähigkeit und Zeichen des Arkanisten. Das heißt, wir
packen dieses Zeichen hin an den Bossgegner, das hält dich daran und dann werden automatisch verlinkte Zauber getriggert. Das heißt, die Welle der Verurteilung wird ausgelöst, reduziert nochmal den Elementarwiderstand des Bosses um 15% vom Blitz und Leitfähigkeit wird als Fluch ausgelöst, reduziert auch nochmal den Blitzwiderstand. Der Helm wie immer, Goldkranz für Elementarwiderstände und hier drin ist Klarheit drin, als Aura für Mana-Regeneration, ein Chaos-Golem für physische Schadensminderung, wir gehen ja sowieso auf Golems als Elementaristin, Flammsport als Bewegungsskill. In den Handschuhen geht das glaube ich weiter, hier ist noch eine Frostbombe drin, die brauchen wir natürlich gar nicht mehr, habe ich zum Leveln genommen, ganz am Anfang nehme ich wie immer Frostpuls zum Leveln in Kombination eben dieser Frostbombe. Das spiele ich meistens bis Akt 3, bis ich dann auf den Skill wechsle, den ich eigentlich spielen möchte. In dem Fall also Shock Nova. Hier sind Steingolem drin, eben für die Lebensregeneration, das ganze Lochtonale Schmeichler. Für ein bisschen Leben, ein bisschen Zaubergeschwindigkeit und eben diese Chance, diese Ladung zu kriegen, die uns auch nochmal eben beim Leveln helfen. Und hier Herold des Donners und Glaubenseifer für mehr Zauberschaden, kritische Trefferchance und hier eben mehr Blitzschaden. Man kann auch Zorn nehmen, weil wir sowieso Blitzschaden eigentlich machen, aber ich weiß jetzt nicht, warum ich das hatte. Ist egal, wir haben das gekriegt, also haben wir das genommen. Hier ist noch ein Flammengolem drin für mehr Schaden und ein Blitzgolem für mehr Zaubergeschwindigkeit. Das Ganze in diesen Wanderlustschuhen für Bewegungsgeschwindigkeit und sonst eigentlich nichts. Generell auf der Ausrüstung wollt ihr einfach nur Leben und Widerstände fürs Leveln, Attribute noch, wenn es daran mangelt. Mehr braucht ihr da eigentlich nicht oder ihr nutzt eben diese Leveling-Ausrüstung. Und ist halt gut, dass wir diesen Ring direkt schon ab Stufe 40 ausrüsten können. Beim Amulett habe ich hier Aziris Eigenheit, weil es uns sehr viel Mana-Regeneration gibt. Weil wenn wir nämlich so viel und so schnell zaubern, sehen wir es ganz schnell weg, das Mana. Zusätzlich eben noch eine Mana-Flasche. Das reicht eigentlich aus. Wir werden später wahrscheinlich Inspiration noch mit reinnehmen, um die Mana-Kosten ein bisschen weiter zu senken. Mal schauen. Bei den Flaschen, eine Flasche, die immun gegen Bluten macht, ist ganz, ganz wichtig. Denn wie gesagt, eine Mana-Flasche, damit wir keine Mana-Probleme haben. Und ansonsten irgendwelche Flaschen, die ich so habe. Hier ist Ansturm mit drauf und nochmal erhöhte Zaubergeschwindigkeit, was uns einfach schneller macht. Dann Quecksilberfläschchen, nicht mehr magisch, für noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit und hier nochmal mehr Bewegungsgeschwindigkeit, falls die eine leer ist. Nehmt einfach irgendwelche Flaschen, die ihr auf dem Weg eben findet. Ein Bismutfläschchen für elementare Widerstände ist auch immer ganz gut. Beim passiven Baum, wir nehmen zuerst die Golem-Punkte diesmal mit. Lakaien des Ursprungs gibt uns einen maximalen Golem dazu. Herrscherin der Elemente gibt uns auch nochmal einen maximalen Golem dazu. Plus eben verschiedene Buffs, wir machen mehr Schaden pro Golem. Die Golems kriegen erhöhten Buff-Effekt pro Golem, den wir beschwören. Und wir sind ab 3 Golems immun gegenüber elementaren Beeinträchtigungen. Umso besser, das läuft also. Und dann gehen wir hier rüber. Meisterin der Zwietracht, von euch verursachte Anfälligkeit, wendet zusätzlich 25% minus 25% zum betroffenen Widerstand an. Das ist eben hier durch die Welle der Verurteilung. Das macht diese Anfälligkeit, wodurch sie eben minus 15% Blitzwiderstand an den Gegnern hinzufügen. Und durch diesen Punkt sind es jetzt eben nicht nur minus 15, sondern nochmal 25 drauf, also minus 40% Blitzwiderstand, wenn die Gegner von unserer Welle der Verurteilung getroffen sind. Danach gehen wir hier noch zu Herz der Zerstörung. Erhaltet Konvergenz, wenn ihr einen einzigartigen Gegner trefft, nicht öfter als einmal alle 8 Sekunden. Und Konvergenz gibt uns nochmal 30% mehr Elementarschaden und dauert 4 Sekunden an. Dann haben wir also quasi 4 Sekunden keinen 30% Buff und nach diesen 8 Sekunden insgesamt fängt das wieder von vorne an. 4 Sekunden Buff, 4 Sekunden kein Buff. 4 Sekunden sollten aber für die meisten Bosse sowieso reichen. Von daher passt das und ganz, ganz geil ist eben auch noch, während der Zeit, wo wir keine Konvergenz haben, wo wir also keinen einzigartigen Gegner getroffen haben, haben wir 60% vergrößerten Wirkungsbereich. 60% ist enorm, gerade noch mit Shock Nova und wir haben ja so ein bisschen immer verkleinerten Wirkungsbereich auf verschiedenen Ausrüstungen und jetzt haben wir nochmal 60% dann mehr, das macht den Kreis einfach nochmal größer, wunderbar. Ansonsten beim passiven Baum, wir gehen hier lang, ich habe jetzt mal die Zaubergeschwindigkeit genommen, ihr könnt auch die Zauberschaden mitnehmen, weiß ich nicht, was davon besser ist, werde ich sehen. Ansonsten hier natürlich direkt diesen Blitzläuferpunkt für mehr Blitzschaden und Zaubergeschwindigkeit, Leben nehmen wir ganz viel mit, kritische Trefferchance und Fläche, ich bin mal gucken, ob ich beides mitnehme oder nur eins davon, werden wir sehen. Danach direkt zu Elementarüberladung. Dieser Punkt gibt uns eben 40% mehr Elementarschaden, wenn wir mal einmal in 8 Sekunden kritisch treffen. Und das versuchen wir eben über die Gewittersphäre. Und das klappt sehr gut. Wir kriegen also dauerhaft diesen Buff. Und der ist fürs Leveln eben ganz gut. Später wollen wir unseren Schaden nicht mehr mit diesem Punkt, sondern eben mit kritischen Treffern erhöhen. Das ist am Anfang aber einfach noch zu schwer. Da machen wir nicht genug kritische Treffer. Deswegen nehmen wir diesen Punkt zum Leveln mit. Ansonsten hier Leben. Diese Punkte sind auch ganz wichtig, weil es auch nochmal einen maximalen Golem gibt. So kommen wir jetzt eben auf 4 Golems. Ich bin hier komplett auf Blitz gegangen, sowohl normalen Blitzschaden als auch auf Schockeffekt, weil die Schocknummer selbst einen erhöhten Schockeffekt auch schon mitbringt. Das heißt, man kann hier gut auch Schockeffekt skalieren. Mal gucken, wie wir das im Endgame noch weiter machen. Und danach könnt ihr eigentlich lang gehen, wo ihr wollt. Entweder geht ihr erst hier lang, holt euch noch ein bisschen Intensität mit rein, ein bisschen Zaubergeschwindigkeit und auch ein bisschen kritische Treffer und hier nochmal ein bisschen Leben.
Ich bin aber, glaube ich, zuerst hier nach links gegangen. Hier nochmal Leben, Mana-Regeneration, hier nochmal ein bisschen Leben und Schaden. Dann hier so lang, weil hier noch ein Cluster-EW-Setup reinkommen wird. Und dann kann man hier schon mal das Leben mitnehmen. Oder eben dann jetzt hier rechts weiter, hier noch lang das Leben noch mitnehmen. Hier nochmal ein bisschen Zaubergeschwindigkeit. Und der Rest wird dann eben in das Cluster-Juwel gesteckt. Apropos Juwel, bis jetzt habe ich ganze ein Juwel hier drin. Und das ist einfach nur das, was man da irgendwann mal kriegt. Nichts Besonderes. Generell auf dem Juwel Leben, Blitzschaden, Zauberschaden, kritische Trefferchance, Zaubergeschwindigkeit, Multiplikator für kritische Treffer, alles sowas. Aber das wird auch erst später relevant. Soweit also erstmal zu diesem Bild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es bisher sehr viel Spaß gemacht. Klar, es ist nur Leveln. Aber manchmal hat man ja so Bilds, die beim Leveln so ein bisschen zäh sind. Und dieser war überhaupt nicht zäh. Wir sind so schnell durchgekommen. Wir haben so viel Schaden gemacht. Habe ich nicht erwartet. Mal gucken, wie das im Endgame wird. Abonniert den Kanal, um dieses Video dann nicht zu verpassen. Schaut mal auf Twitch vorbei. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.